Hallo und herzlich willkommen in Schönsichtigen mit Sims 2 und heute Familie Ottomars, nämlich Familie David Ottomars oder Raphael Ottomars, je nachdem von welcher Generation man jetzt sprechen möchte. Also das ist David und seine Frau Lucy, deren beiden Sohnemann, dem Raphael, mit seiner Frau der Shakira und deren beiden Töchterchen, die Octavia. So, wir gucken mal rein, was machen sie denn alle? Unser lieber David, der ist ja wirklich, der hat es sehr gut geschafft. Er ist immer noch beim Arbeiten. Zwar, ihm macht das einfach Spaß. Ich möchte ihm das auch noch ein bisschen eigentlich, ich sag jetzt mal, gönnen, in Anführungszeichen, dass er das auch weitermachen darf. Luise, hier da drüben, die ist pensioniert, die, ja, die geht gerade mit Octavia irgendwo hin. Und Luise, die muss oder möchte noch hier das hier weitermachen. Oh, wir könnten mal zu dem Hobbyclub packende Unterhaltung. Das kenne ich nämlich noch überhaupt nicht, weil nicht sehr viele Sims Film und Literatur haben. Das haben wir echt nicht viele. Da könnten wir mal mit dir hingehen, meine Liebe, wenn du ausgeschlafen bist oder so. Ich muss mich jetzt aber mal ganz kurz auch um die beiden anderen kümmern. Ah, Shakira wird gerade gemalt. Okay. Du musst aber eigentlich jetzt zur Arbeit. Ich habe ihm ja irgendeine Arbeit gegeben. Eigentlich eine Arbeit, die er nicht unbedingt wirklich möchte. Die Arbeit, die was mit Bildung zu tun hat. Und das habe ich eigentlich, glaube ich, gemacht, damit... Wartet. Vielleicht, dass ich eine Karrierebelohnung dementsprechend bekomme, bis es mal endlich das Recht irgendwie... gibt. So, ich gucke hier nochmal ganz fix rein, ob heute irgendjemand... Nö, gar keiner. Und du möchtest noch die Gesetzeshüterkarriere. Das will Shakira noch unbedingt. So, Shakira, ich würde jetzt mal deswegen auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mit euch... Ups, jetzt, er rennt ganz schnell. Du gehst mal auf die Toilette und dann setzt dich mir hier dran und suchst... Ach nee, erstmal reparieren, okay. Und du, Luise, du bringst Octavia mal wieder ins Bettchen hier hoch. Dann würde ich dich gerne auf die Toilette schicken. Ich weiß aber nicht, ob du gehst, wenn dein Mann hier drin steht. Ich hoffe mal. Ach Gott, was ist, liegt denn da draußen alles? Guck doch mal bitte nach. David, bist du mal so lieb? Oh, unser Hausmädchen wird das zwar aufräumen, aber was haben wir denn da? Kunst und Handarbeit und... Kochkunst. Ah, komm, wir räumen das mal echt auf. Ich habe jetzt dazu gerade keine Lust, dass du das hast. So, dass Simoleons ernten und gießen können wir auch. Ich arbeite ja normalerweise nicht so viel mit diesen Bäumchen. Das ist eben, ja, man kann es, wenn man möchte. Aber ich habe oft keine große Lust dazu, muss ich gestehen. So, ein Körperpunkt hält, er ist doch schon unterwegs. Oder? Jo. So, Luise, ich würde jetzt mal dich noch bitten, dass du noch mal kurz dich einfach mal hinlegst. Ich würde jetzt wirklich gerne... Oh, warte. Davor Octavias Windeln wechseln. Das kannst du gerade doch noch machen. Ich möchte oder würde ja gerne auch noch ein Baby machen. Im Grunde bin ich ja bestrebt, immer Junge und Mädchen zu haben in jeder Familie. Einfach, dass es möglichst ausgeglichen ist. Ich glaube, in ganz Schönsichtigen ist es relativ ausgeglichen. Wobei ich eine Zeit lang, ich meine, einen Jungsüberschuss hatte, aber dann sind die Jungs halt einfach älter. Also, okay. Das kann ja dann auch sein, ne? So, dann geh nochmal kurz schlafen. Und, was machst du, Shakira? Nö, hä? Wo bist du denn? Ach, unten. Eine Etage tiefer. Nein! Geh mal weg, David. Ich muss mal einen Job suchen. So, David, geh mal weg. Was kannst du denn machen? Komm, du könntest mal... Oh, warte mal. Du könntest mal hier wegwerfen. Und dann kannst du mal irgendjemanden anrufen. Vielleicht mal irgendwelche Beziehungen aufbauen oder so. Guck mal, die Sandra. Da kannst du nochmal. Shakira? Gut, setz dich hin. Sehr schön. So, so viele Kinder eigentlich gar nicht, ne? Das ist sehr wenig eigentlich. Naja. So, David.
Also kennen schon, aber ich meine, so die meisten irgendwie sind so bei null. So, die Sandra. Oh. Dann ruf mal jemand anders an. Komm, ich guck mal. Ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass du die ersten anrufst, aber guck mal, du könntest die Jessica noch anrufen. Einfach mal plaudern. Schadet ja nichts. Genau, dann bist du beschäftigt. Du hast, für mich hast du schon alles erreicht. Er war ja auch schon in der Zone hier oder ist er immer noch irgendwie, ne, beim Hobby. Fitness ist er voll oben und überhaupt. Also ich brauche mit ihm nicht wirklich viel machen. Das muss ich gestehen, nutze ich gar nicht so sehr. Also ich könnte, keine Ahnung, was auch immer kaufen. Ich könnte auch hier so diese Elixier des Lebens im Grunde kaufen. Aber ich will sie gar nicht so lange verlängern, alle immer. Das, ja, wenn ich es machen möchte, ist okay. Was machst du jetzt eigentlich? Chatten mit Luise. Oh, du sollst einen Job suchen. Du sollst mal gucken, ob wir irgendwie entweder Recht vielleicht drin haben, dann für Raphael oder für dich. Eventuell. Nein, nicht Tanz. Für dich, Gesetzeshüter heißt es ja, genau. So, schauen wir mal. Architektur. Nee, auch nicht Architektur. Was haben wir noch? Und Sportler. Nein. Das will ich auch nicht. Militär. Nein. Das wollen wir auch nicht. Ich glaube, jetzt ist nur noch eins übrig. David läuft hier hinten rum. Und Politik. Nein. Ach, verdammt. Blöd. So, Schockierer. Das tut mir echt leid. Oh. keine Ahnung. Ich möchte es jetzt nicht lesen. Ihr könnt es gerne lesen. Für natürliches Wetter. Glücklich macht sich Raphael mit stolzen 2460 Simoleons in den Taschen auf dem Heimweg. Also, wir haben irgendwas gut gemacht. Das ist doch super. So, Shakira, du kannst uns dann doch mal was zum Mittagessen machen. Vielleicht Omas Supersuppe, falls jemand krank ist. So, du bist. Wo geht sie hin? Wahrscheinlich wieder zu Octavia hoch. Wie sieht's aus? Hä? Wo war sie denn jetzt? 54 hast du gerade geschafft. Och, hättest noch ein bisschen weiter plaudern können, mein Junge. Ach, Schakira. So, dann machen wir mal knuddeln und spielen und sehen. Dein erstes Enkelkind. Ja, könnte ich ja mal ganz kurz gucken. Familienstammbaum, also David war ja der älteste Ottomarsohn von Susanne und Hans-Peter. Und er hat zwei Kinder, nämlich den Raphael und die Luise. Die Luise ist aber noch überhaupt nicht verheiratet. Ja, die ist nur als Kindermädchen irgendwo. Und von daher, ich musste mal gerade gucken. Ah. Okay. So. War jetzt Oh gerade nein. neugierig. Ophelia habe ich nämlich nicht mehr hier drin. Olga heißt sie. Sorry, Olga. So, du knüpfst sie nochmal und dann kannst du sie nochmal wegmachen. Ich weiß gar nicht so genau, was ich mit ihr anfangen soll, muss ich gestehen. Das ist mal echt selten. So, ein Kochpunkt. Und die Fahrgemeinschaft. Ach, in einer Stunde wirst du sowieso abgeholt. Dann kannst du vielleicht oben nochmal direkt auf die Toilette und kannst vielleicht das nochmal verkaufen hier oben, das Thesevis. Das, warum nicht, oder? So, ich guck mal nach unten. Wie weit bist du mit deinem. Oh, super, ist fertig. Yay. Ich würde dann im nächsten Part mit Lucy in diesen Ort gehen. Das, genau, nimm mal eins. So, super. Wir haben wieder keine Arbeit bekommen. So was Blödes aber auch, oder? Ich meine, gut, ich habe Raphael jetzt zumindest mal eine Arbeit gegeben, aber ich finde es echt doof. So, danach kannst du, glaube ich, erstmal den Rest weglegen und dann kannst du vielleicht ein Sprudelbad nehmen. Das ist auch was ganz, ganz Schönes. Jetzt muss ich mal auch bei dir vielleicht mal gucken,
Mit wem du dich noch ein bisschen besser befreunden könntest? Wer ist das? Raimund Jahn? Keine Ahnung. Wahrscheinlich einer aus dem College vielleicht? Keine Ahnung. Mit Peter könntest du dich ein bisschen besser zum Beispiel befreunden und so weiter. Raphael. Ja, Holger will was von Raphael? Okay. Oder sie könnte auch ganz einfach mal hier in der Familie, ne? Das könnten wir im Grunde dir auch machen. Oh. Du bist auf dem Weg zur Limousine. Oh. Sehr cool. So, Luise. Luise ist aufgestanden. Du kannst dir mal was anziehen. Alltagskleidung. Komm schon. Zieh dir was an, Luise. Und dann gehst du nach unten. Und ich möchte noch, dass du... verdammt, das nichts lernen. Du sollst ein Buch lesen über, keine Ahnung, Liebesroman. Was auch immer du gerne liest. Film und Literatur. Ne? Wir erinnern uns. Basteln. Quatsch. Warum sage ich immer Basteln zu Hobbybegeisterung? Natürlich, Filme und Literatur ist ihr Hobby. Das will ich eigentlich damit sagen. Oh Gott. So, wann kommt denn unser Raphael nach Hause? Ich will noch ein Kind machen. 17 Uhr. Hier. Da kommt er. Oder? Ah, da kommt er ja. Hallo, Raphael. Juhu. Und? Na? Kriegen wir Geld? Ah, wir haben sogar eine Beförderung bekommen. Oh, zu Schulrektor. Ich glaube, ich spinne. Wirklich? Du bist Schulrektor geworden? Der Erfolg der Schule hängt von deinen administrativen Fähigkeiten ab. Halte den Schulrat und die Schüler bei Laune und du wirst schnell die Karriere erklimmen. Krass. Echt krass, Raphael. Du bist Schulrektor. Hammer. Da wollte ich gar nicht hin mit ihm, ja. Wen hat er denn da mitgebracht? Ingolf Klassen. Naja gut, so, du gehst nochmal fix jetzt hier duschen und benutzen und dann würde ich es ganz cool finden, wenn du, ja, wenn wir nochmal einen kurzen Kindchen machen könnten. So, Shakira bereitet sich dann auch mal mental drauf vor. Das heißt, eines kannst du dir noch weglegen und das andere kannst du zumindest mal abspülen. Dann könntest du die Simoleons hier noch ernten. Und dann schauen wir mal, wie weit Raphael dann sein wird. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal mit ihm tanzen zum Beispiel. Was war das? Warum hast du dich gefreut, weil du es weggestellt hast? So, Luise. Was lesen? Was liest du? Ich hoffe, leider sieht man das ja nicht, was sie da tut. Es steht nur Lesen da. Ich hoffe, sie macht das. Oh, Octavia hat bereits in einem Tag Geburtstag. Yay, schon. Wow, krass. So. Achso, ich wollte eigentlich... Ah, nee, warte. Du lass sie mal liegen und entspannen. Geh mal entspannen. Und lass Octavia bitte liegen. Bitte, bitte, bitte. Andere Seite. Okay. So, achso, ich kann es immer erst machen, wenn die liegen. Das ist echt blöd. So, und jetzt Baby machen. Los, bitte. Eins wollen wir noch hier haben. Eines, und es soll ein Junge werden. Das fände ich cool. Und los. Ach ja. Und jetzt. Psst. Komm. Ja! Die Musik erklingt und das heißt immer, wir sind schwanger. Juhu! So, ich glaube, Raphael, ich lasse dich auch einfach schlafen erstmal. Und guck nochmal zu Luise runter. Bist du jetzt endlich in der Zone? Luise! Komm, mach hin! Du musst die Zone erreichen. Und ich werde dich führen. Sie hat es irgendwie immer noch nicht geschafft.
Naja gut, vielleicht Film ansehen, eine Komödie, komm. Dann könntest du vielleicht lachen oder so. Das wäre vielleicht auch noch schön. Hey, du könntest dich mal setzen dazu. Das wäre so lieb gewesen. Naja. Oh, schon aus. Pantomime war das, ne? Pantomime. Und er guckt zu. Wie süß. Oh Gott, was ist das für eine Katze? Düdüdüdüd. Düdüdüd. Ach, Luise, so wird das nicht. Jetzt gucken wir nochmal eine Dame über das Schaumbad an. Wo ist sie jetzt hin? Luise. Okay, sie kommt wieder. Und ihr beiden, ihr schlaft, glaube ich. Ja. Muss er noch was lernen? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh nee, hat noch ganz viel verschiedene Sachen. Theoretisch, also wir haben ja jetzt, wir haben ja diesen, das Bücherregal hier der Bildung. Das finde ich halt einfach auch große Klasse, weil man so vieles hier lernen kann. Man kann nämlich alles quasi hier erlernen. Deswegen finde ich das cool. Drama des Schaumbads. Es ist leider ziemlich verschwommen, muss ich gestehen. Man sieht das kaum. Das wird vielleicht. Bei Sims 4 wird es schon ein bisschen besser, finde ich. Aber die Dinger sind ja unheimlich kurz. Sie ist immer noch nicht in der Zone. Dann geh mal ins Bad. Oh, das kannst du dann. Nee, essen ist doof. Kann ich das nicht wegschmeißen? Blöd. Aber du kannst dir was aus dem Kühlschrank holen. Und Shakira, genau, du musst mal kurz. Oh, was machst du mit unserem Kind? Kann ich ihm sagen, dass er mir mein Kind geben soll? Nö, gar nicht, ne? Steh mal auf, Shakira. Ah, jetzt liegt das hin. So, ich sehe. Na? Ich kann mein Kind auch noch nicht mal anklicken hier. Shakira, steh auf. Vielleicht geht's dann. Ja. So. Jetzt kann ich noch mal nach ihr sehen. Sie ist mit Schuhen im Bett. Also ja auch Dharma. So. Was ist? Ah. Uiuiuiui. Ich muss gestehen, es ist auch sehr entspannend, mit 4 Erwachsenen und einem Baby zu spielen momentan. Also, ich habe schon sehr viel Schlimmeres erlebt. Ja. Und ich finde es eigentlich ganz entspannt. So, du gehst nochmal hier rein. Raphael. Oh, du kannst auch mal aufstehen. Ich würde dich jetzt eigentlich auch fast. Wobei, ach komm, wir könnten ja eigentlich mal. Ups. Einmal essen. Wir können hier mal hier oben. Na? Hier oben baden gehen. Das wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Hier haben wir noch ganz viele, wie auf so einem echten Dachboden, ja. So ganz viele Sachen. Das waren, glaube ich, Shakiras Schlafsachen irgendwie. Hier ist auch noch gar nichts weiter gemacht. Hier haben, ach Gott, guck mal, wir haben hier sogar. Oh. Wir haben hier sogar so ein Ankleide-Dingsbums da. Das Ankleide? Nee, wie sagt man denn? Och, Kosmetiktischchen. Finde ich auch irgendwie süß. Das habe ich, glaube ich. Ich glaube fast in sonst keinem. Würde ich mal behaupten. So, wo ist Shakira? Ah, Shakira, du kannst doch mal Octavia nochmal die Windeln wechseln. Und habe ich mal wieder einen Kühlschrank irgendwo hier oben? Nö. Ich habe euch gar keinen hier oben hingestellt. Mache ich ja eigentlich meistens, damit ich mir den Weg spare. Aber wir holen mal der Octavia auch noch was. Und das Telefon klingelt. Du kannst dir auch noch mal was zum Essen rausholen und vielleicht könntest du mal auch ans Telefon gehen. Ist der Freediver. David ist auch nach Hause gekommen. David, du gehst mal ins Bad. Dann kannst du fast eigentlich.
erst mal schlafen gehen oder wie auch immer. Schauen wir einfach mal. So, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Mit Luise werde ich dann, jo, jetzt gleich quasi, also dann für euch morgen sozusagen, werde ich dann in dieses, wie nennt man das? Moment. Hobbyclub. Packende Unterhaltung. Da war ich nämlich noch gar nicht. Ich bin zwar von den meisten ziemlich enttäuscht, aber ich bin trotzdem einfach mal gespannt. Lasst es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Naidoll. Ciao, ciao.